Schweinerennen. Hier ist, sage ich mal, 10 Schweine laufen um die Wette. Und zwar Sponsoren aus der Gegend haben sich entschlossen, jeweils ein Schwein ins Rennen zu schicken. Von dem kleinen Rabauken über den Kilometerfresser von Bruno bis King Bossi von Beate oder Rudi von KMK. Und ja, das ist eine große Gaudi. Kommen ein paar hundert Leute zusammen im Laufe des Nachmittags, freuen sich alle, wir haben schönes Wetter. Also eine schöne Veranstaltung. Die fünf ist 4. 1 zu 4. Und die anderen? Auf wen wird hier gesetzt? Julante! Und, sprecht ihr die Chancen aus? Ja, klar! Mädels! Seid ihr alle da? Ja! Aber nicht für lange! Was ist das Schöne auf dem Land? Treckerfahrt! Die Sau ist so schlecht gelaufen, obwohl ich sie mir so gut ausgesucht habe. Und wie hieß er? Julante. Ja, ich bin aus Egelsbach mit meinem Sohn hierher geflogen, mit einer Cessna in Diepholz gelandet, um zu diesem Schweinerennen zu kommen. Die Dinklagervereinigung haben uns zusammengeschlossen auf Hermann Reicher seinen Wunsch und haben die Tiere trainiert. Futtergabe und das Laufen hat eigentlich von alleine geklappt. Und uns war es halt ganz wichtig, dass wir den Tierschutzaspekt dann auch einhalten. Ja, und jetzt halt immer genau drauf, damit du auch wirklich siehst, was hier los ist. Ne? Und dass sich das wirklich auch lohnt, hierher zu kommen. Ja, es lohnt sich definitiv nach Polen zu kommen. Wo sind wir? Nach Wetschen. Man muss definitiv nach Wetschen kommen, das lohnt sich.